Ihr startet mal Hyperworks. Und Hyperworks ergibt euch dann direkt eine Frage nach dem sogenannten User Profile. Das ist CFD Hypermesh. Das bekommt ihr unter alle Programme, Altair Hyperworks 12.0 und dann Hypermesh Desktop. Wir nutzen die Desktop-Version davon, weil Hypermesh reduziert ist auf den Preprozessor und Hypermesh Desktop die Option lässt, zwischen Preprozessor und dem Postprozessor hin und her zu schalten, beziehungsweise mehrere Fenster damit aufzumachen. So, haben wir es. User Profile. Hier könnt ihr auswählen, was ihr preprocessen wollt. Wie ihr seht, habt ihr auch euer geliebtes Ansys hier. Ihr könnt mit Hyperworks auch preprocessen für Ansys, Abacus, Arctran, LSDynr, MatDymo, Mark, Nastran, Memcrash, Permas, SamtCeph. Ich kenne, glaube ich, 50% davon halb, aber auch nicht alles. Von dem her, wir bleiben mal bei OptiStruct. OptiStruct ist der interne, implizite Solver für Hyperworks. Es gibt auch noch den Radio-Solver, den haben sie jetzt in der letzten Version umbenannt, der heißt da auch OptiStruct, da muss man halt wählen, ob man OptiStruct explizit oder implizit macht. Explizite Berechnungen wie Crash-Berechnungen, wo die Zeitschrittweite relativ klein gewählt wird, um nicht-lineare Effekte eben rauszubekommen, und implizite Verfahren, die eine Gesamtsteifigkeitsmatrix aufbauen und diese invertieren, das sind zwei unterscheidende Themen hier zwischen Radius und OptiStruct. Wenn ihr OptiStruct wählt, seid ihr auf der impliziten Seite und das ist auch der Bereich, auf dem wir uns aufhalten werden. So, dann klickt OK und jetzt habt ihr praktisch mehrere Bereiche hier. Ihr habt erstmal so ein großes Fenster in der Mitte, mehr oder weniger so ein Grafikbereich, und dann habt ihr hier Menüs oben und bestimmte Schnellknöpfe, also Knöpfe, die mit Funktionen verbunden, verknüpft sind, und unten gibt es noch diese sogenannten Buttons, diese Radio-Buttons, wo ihr was auswählen könnt, welches Button-Set ihr auswählen wollt, und links dann die Buttons, die ihr drücken könnt, um bestimmte Funktionen auch zu rufen. Es ist so, dass die Buttons im unteren Bereich und die Menüfunktionen größtenteils das gleiche sind. Das heißt, wenn ihr oben irgendwo geht, Geometry, Create, Nodes, XYZ, ist das dasselbe, wie wenn ihr Geometry und dann Nodes drückt. Dann seid ihr auch bei dem XYZ und könnt auch Knoten eingeben. Das heißt, zwei Wege führen zum jeweils gleichen Ziel. Die Empfehlung von Hyperworks oder von Altair ist diesbezüglich diese, dass man am Anfang mit den Menüs arbeitet, weil die Menüs hierarchisch aufgebaut sind und aufgrund dessen einfach logischer, besser zugänglich. Die Buttons unten sind halt funktionsmäßig gruppiert und sind mehr oder weniger anwendungsspezifisch, was man halt gerade zusammen braucht. Und aufgrund dessen vielleicht vom Finden her nicht ganz so nachvollziehbar wie die Menüs. Ich werde beide Wege zeigen, das ist überhaupt kein Problem. Und deswegen machen wir auch beide Wege mit. Gut, so, dann wollen wir jetzt mal starten und wir wollen einen Biegebalken wollen wir jetzt einfach mal simulieren. Ich denke, das ist für eine Dreiviertelstunde noch ganz angemessen. Und wir starten jetzt mal, indem wir einfach ein Material erstellen. Bevor wir jetzt uns überhaupt um die Struktur kümmern, wir wissen auf jeden Fall, wir brauchen Material. Und deswegen gehen wir jetzt hier in der Browser-Area, gehen wir jetzt auf den Rechtsklick und sagen Create Material. So, dann haben wir ein Fenster und da steht Create Material, Type All. Und für Name geben wir jetzt einfach mal Stahl ein. Und jetzt kommt das Wichtige, dieser Parameter Card Image. Card Image wählt oder setzt eure Karte fest. Und diese Karte ist dafür verantwortlich, wie das Materialverhalten des Materials definiert wird im Solver. Das heißt, habt ihr linear elastisches Materialverhalten, wählt ihr Material 1.
Dann gibt es alle möglichen anderen Materialkarten, die ich jetzt so auch noch nicht kenne, aber da gibt es zum Beispiel nicht-lineare Materialverhalten, temperaturabhängige Material und so weiter und so fort. Ja, wahrscheinlich. Wenn man hier Isotropic auswählt, sollte hier, gibt es nur noch Mat 1 und Mat 4, genau. Also der Type hier, Isotropic, selektiert schon mal vor. Ich habe aber dann immer noch mehrere Optionen hier unten. Mat 1 ist so mehr oder weniger das, was wir immer verwenden. Das ist einfach die einfachste Möglichkeit für eine Finite-Elemente-Methode und bei der bleiben wir jetzt auch erstmal. Gut, wenn wir das haben, drückt mal Create. Und dann öffnet sich hier so eine schöne Karte. Wenn ihr Card Edit upon Creation angewählt habt. Wenn ihr das nicht habt, müsst ihr hier beim Start Rechtsklick und auf Card Edit gehen, dann kommt das gleiche Fenster auch. So, und jetzt habt ihr hier Parameter, die ihr anklicken könnt. Aktiviert wird ein Parameter, indem man auf das Symbol der Einheit klickt. Also zum Beispiel E und Nü. Die zwei Parameter sind wichtig für eure Steifigkeitsanalyse. Zwei von den drei Parametern, E-Modul, Schubmodul und Querkontraktionszahl, die abgekürzt sind mit E, G und Nü. So, wichtig wäre vielleicht noch die Dichte, Rho, für Topologieoptimierungen. Da bräuchtet ihr die. A ist der Temperatur. Ausdehnungskoeffizient, TRF ist die Bezugstemperatur, GE fällt mir jetzt gerade nicht ein und ST, SC und SS sind Parameter, die ihr benutzen könnt, um im Composite-Bereich Fehlschwellen zu definieren. Gut, wenn ihr die zwei Werte eingegeben habt, beziehungsweise einfach so aktiviert habt, weil das sind die Werte von Stahl, klickt auf Return und habt euer erstes Material angelegt. Ja, Return rechts unten. Als nächstes kommt die Property dran. Property ist mehr oder weniger die Eigenschaft eines Elements. Da wird definiert, ob man ein 1D, 2D oder 3D-Element hat. Das geht über Create Property. Die Property hat auch ein Card-Image und auch einen Namen. Das heißt, wir geben als Name zum Beispiel prop-Stahl ein und wählen als Card-Image pbeam aus. pbeam, was einen allgemein definierbaren Balken bedeutet. Mit veränderlichem Querschnitt und mit der Möglichkeit, Biegemomente aufzunehmen. pbeam. P-Bar wäre was Ähnliches mit konstantem Querschnitt und P-Rod wäre nur ein Zug- und Druckstab. Steht auch so im Skript. Also P-Beam wird ausgewählt und jetzt seht ihr hier unten ein Parameter namens Beam Section. Ihr könnt einen Querschnitt für den Balken auswählen und dann wird das Flächenträgheitsmoment und andere Parameter automatisch übernommen. Das werden wir uns nachher anschauen. Jetzt erstmal Prop Stahl und als Card Image P-Beam. Wenn das so eingewählt ist, habt ihr hier noch den Tab Material. Und weil wir das Material erstellt haben, können wir auch eins zuweisen mit Assign Material und Stahl in der Auswahl können wir jetzt dann auf Create drücken. Okay? Gut. Jetzt ist es so, dass sich die Karte wieder öffnet, aber wir können im Moment nichts machen, weil wir die Beam Section noch nicht definiert haben. Das heißt, wir klicken die jetzt mal wieder weg mit Return und sind jetzt mal so. Jetzt wollen wir einen Querschnitt definieren, einen Balkenquerschnitt. Wir machen jetzt mal ganz einfach nur eine Box. Und das machen wir hier in dem Beam Section oder Hyperbeam View. Das ist praktisch ein Beam Section Profiler, da kann man ein Profil erstellen. Seht ihr den Knopf hier oben? Hier. Da werden wir mal draufklicken. Und dann sieht alles ganz anders aus. Und hier können wir jetzt einen Beam erstellen. Das machen wir wie folgt. Klicken rechts, Create,
Standard Section, Obdestruct Box. Okay, da drücken wir einfach links mal drauf und haben jetzt eine Box. Die hat 10 mm Höhe, 10 mm Breite, 0,5 mm Dicke. Ja, lassen wir mal so, oder? Ist einheitenlos, aber ich rechne mit Millimetern, deswegen. Also ihr könnt das auch in Metern rechnen, aber müsst ihr die Einheiten für die Kraft und so weiter anpassen. Also 10 mm ist jetzt nicht sehr viel, kleiner Stab oder kleine Box. Ihr geht jetzt wieder zurück zum Modell mit dem Knopf ganz oben links und könnt jetzt die Karte bei Property Stahl, also Prop Stahl, könnt ihr jetzt erneut bearbeiten, indem ihr hier rechts draufklickt und auf Card Edit geht. Also Prop Stahl und dann rechtsklick Card Edit. Und dann habt ihr die Beam Section. Beam Section muss zweimal gedrückt werden. Und dann habt ihr die Box Section 1 zur Auswahl. Die wählt ihr aus und dann habt ihr hier die ganzen Werte drinstehen. Und das ist einfach die, sagen wir mal, die einfachere Methode im Vergleich dazu, dass ihr das von Hand ausrechnet und dann halt einträgt. Aber beide Methoden wären möglich. Das heißt, wenn ihr ein super Profil habt, von dem ihr das schon von Hand mal ausgerechnet habt, was die Flächendreckheitsmomente sind, könnt ihr das auch so eintragen. Okay? So, dann auf Return drücken und dann ist die Sache erledigt für die Property. Die Property ist jetzt vollständig definiert. Sie weiß, dass sie ein Beam-Element ist. Sie weiß auch, dass sie einen Querschnitt hat und wie groß der Querschnitt ist. Beziehungsweise wie groß die Flächendreckheitsmomente sind, weil das ist der Wert, worauf es dann ankommt. Als nächstes machen wir ein Component. Also rechtsklick, Create Component. Der Component kann man sich vorstellen wie eine Schublade. Da werft ihr eure Elemente rein, gruppiert die praktisch zu Elementgruppen zusammen und weist den Komponenten dann eine Property zu, die für jedes Element in der Komponente gleich ist. Zum Beispiel, wenn ich lauter 3D-Elemente habe und diese 3D-Elemente gehören alle zu einem Motorblock, dann nenne ich das sinnvollerweise Motorblock als Komponente, habe alle 3D-Elemente drin und die kriegen alle die Property von dem 3D-Element. In dem Fall, wenn wir jetzt nur einen Balken machen, ist es ein bisschen witzlos. Aber vom Prinzip her, wir wollen ja das Ganze richtig machen, deswegen machen wir es auch bei einfachen Modellen richtig. Die Komponente, die tun wir wieder benennen, zum Beispiel jetzt hier Balken. Und jetzt müssen wir die Tabs hier durchschalten. Also wir müssen zuerst auf Property klicken und dann Assign Property. Normalerweise wählt es das direkt aus und auch auf Material. Aber das sollte normalerweise, wenn man es in der Property schon zugewiesen hat, auch hier gleich zugewiesen sein. Klicken wir auf Create und dann haben wir alle Schubladen, die wir brauchen im Modellbaum. Dann kann man nämlich hingehen und Elemente erstellen. Und für Elemente brauchen wir erstmal eine Geometrie. Wir haben jetzt noch gar nicht definiert, wie der Balken aussieht. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, wir definieren einfach, der Balken geht von Punkt 000 auf Punkt 100.00. Ja, einfach mal so aus dem Bauch raus. Wie mache ich das? Ich gehe auf Geometry, Create, Nodes, XYZ. Oder auch Geometry in den Radio-Buttons rechts unten, Nodes. Das wäre auch möglich. Dann komme ich zu einem Fenster und dann kann ich Knoten eingeben. Jetzt zum Beispiel würde ich jetzt sagen 000, create und für x gleich 100 und wieder create drücken. Dann habe ich zwei Knoten erstellt und jetzt kommt der große Part der Visualisierung. Also 000, create drücken, dann x 100 eingeben, Enter drücken und dann wieder auf create drücken. Ja, das ist jetzt ein Problem. Das sieht man dann, wenn man die Visualisierung zum Beispiel mit diesen Schnelltasten oben, X, Y, Top, Plane einstellt. Dann wird das Ding so zentriert mit den Elementen. Klappt das bei jedem? Also wenn ich hier...
Wenn es nicht klappt, einfach nochmal erstellen. Diese Knoten sind überhaupt nicht wichtig. Das sind temporäre Knoten, die können auch wieder gelöscht werden. Wie gehe ich jetzt mit um? Das anomalisieren. So, die Visualisierung ist folgendermaßen. Wenn ihr die Steuerungstaste links gedrückt haltet, könntet ihr mit der linken Maustaste rotieren und mit der rechten Maustaste verschieben. Und mit der mittleren Scroll, mit der Scrollbewegung könnt ihr zoomen und mit der mittleren Maustaste könnt ihr das Ding wieder einpassen. Um das Arbeiten zu vereinfachen, würde ich sagen, wir gehen wieder auf die Standardansicht oben, Y und X. Drücken wir einmal drauf, dann sollten zwei Punkte sichtbar sein. Einer links, einer rechts. Ist das bei jedem der Fall? Gut, dann gehen wir weiter und machen ein Element zwischen diesen zwei Knoten. Das funktioniert mit Mesh, Create, ein der Elemente, Bars. Da öffnet sich jetzt ein Menü. Wie ihr seht, gibt es da sehr viele Einstellparameter. Wir kümmern uns jetzt nur um den Teil Property, Elementtyp, die zwei Auswählknoten und die Orientation. Alles andere lassen wir mal beiseite. Für die Property klicken wir einmal drauf und wählen unsere Property aus. Wir haben gesagt, wir wollen ein P-Beam machen, also C-Beam als Elementtyp korrekt. Das heißt, da ändern wir nichts. Und die Ausrichtung ist jetzt folgendes. Ihr habt ja in diesem Hyperbeam View, habt ihr ja eine Ausrichtung oder habt ihr ein Koordinatensystem gehabt. Und die Orientation alignt jetzt die Achse, die nach oben zeigt im Profil, mit einer beliebigen globalen Richtung. Wir wollen jetzt zum Beispiel, dass die Achse, die nach oben zeigt, die Y-Achse ist. Hier. Das heißt, wir wählen hier bei diesem zweiten Dreieck, wählen wir die Y-Achse aus. Also hier gibt es zwei Dreiecke, das sind so Wahlschalter. Kann hier es auch als Komponentenform machen oder so. Aber in dem Fall Vektor und dann Y-Achse. Damit ist das definiert. Also um das nochmal zu erklären, hier im Hyperbeam View habt ihr ja eine Y-Achse. Die Y-Achse muss aber mit der Y-Achse hier nichts zu tun haben. Die kann auch hier in Richtung Z zeigen. Und aufgrund dessen, dass man das Profil, wie man es halt haben will, eindrehen kann, deswegen gibt es die Orientation. Okay, jetzt ist alles drin. Property ist gesetzt, Element Type passt. Wir haben die Orientierung gesetzt und jetzt können wir die zwei Knoten auswählen. Dieser blaue Selektor hier zeigt, dass alles, was ich jetzt im grafischen Window mache, auf diesem Punkt reflektiert wird oder geschrieben wird. Das heißt, ich wähle jetzt einen Knoten an und sehe, dass der blaue Selektor eins weiter rutscht. Dann wähle ich den zweiten Knoten an und habe mein erstes Element erstellt. Und ich sehe jetzt davon aber nicht, dass das Ding eine Box ist. Wenn ich mir das aber visualisieren möchte, kann ich mir hier unten auf 3D Element Representation mir das anzeigen lassen. Okay, also hier auf 3D Element Representation. Hier. Und dann, wenn ihr alles richtig gemacht habt, seht ihr hier eine Box. Die ist jetzt noch durchsichtig, wenn ihr auf diesen Knopf hier drückt mit dem Mesh, also mit diesem kleinen Würfel, der nicht durchsichtig ist, wird das Ganze hier ein bisschen plastischer und ihr könnt euch das so visualisieren.
Mit Doppelklick. Also während du Steuerung drückst, Doppelklick auf irgendeinen Punkt, dann kann man den Drehpunkt verschieben. Wenn ein Modell weg ist, Steuerung und die mittlere Maustaste drücken, dann passt es ein oder eine der Standardansichten. So, aber zur Bearbeitung, zur weiteren Bearbeitung gehen wir wieder zurück und deaktivieren mal die 3D Element Representation und haben dann wieder unseren ganz normalen Balken. So, als nächstes wollen wir einen Lastfall aufbringen. Wir wollen eines der Enden einspannen und das andere wollen wir mit einer Kraft von 100 Newton belasten in Y minus. Okay? Dazu brauchen wir zwei Load Kollektoren. Also wir gehen auf Create Load Collector. Okay? Und das nennen wir einfach Constraint. Das ist praktisch die Einspannstelle, die nennen wir Constraint. Hat kein Card-Image. Wir können da einfach auf Constraint, auf Create klicken. Und wenn wir das getan haben, haben wir jetzt einen Load Collector und in den schreiben wir jetzt ein Constraint rein. Und die Constraints befinden sich unter BCs. BCs create constraints. Die Constraints sind wie folgt aufgebaut. Wir haben 6 Freiheitsgrade im dreidimensionalen Raum und wir können alle sperren. Wenn jetzt hier ein Haken gesetzt ist und eine 0 dran steht, dann ist der gesperrt. Das heißt, der Haken heißt, er ist aktiv und 0 heißt, es darf null Verschiebung geben in diesem Freiheitsgrad. Das heißt, wir wählen jetzt den linken Knoten an und drücken einfach auf Create. Ja. Welches DOF? Steht da DOF? DOF. Steht da für welche? Ja. 1 bis 3 ist X, Y, Z translatorisch, also Verschiebung. Und 4 bis 6 ist X, Y, Z rotatorisch, so wie es in den Büchern immer auch drin steht. Das hätte auch anders sein können. So, wenn wir das haben, klicken wir auf Return. Jetzt braucht es nur noch einen Schritt, die Kraft, den Load Step, und dann können wir es rennen lassen. Rechtsklick, Create Load Collector. Und den nennen wir jetzt Force zum Beispiel. Und wir nehmen eine andere Farbe, ganz wichtig, eine andere Farbe, weil ihr wollt nicht, dass Kraft und Randbedingung in dem gleichen Load Collector drin sind und das wollt ihr sicherlich auch visualisiert haben. Okay, dann klicken wir auf Create und dann sind wir hier im Load Collector Force drin, das erkennt man auch hier, dass die Schrift von Force fett markiert wird und wir könnten jetzt auf BCs Create Forces gehen. Wie kann man nochmal das ändern auf Force, wenn jetzt die Farbe doch nicht gewechselt hat? Da kann man hier auf die Farbe klicken mit Rechtsklick. Ah. Okay. So. BCs Create Forces. Und da geben wir jetzt einfach 100 ein als Magnitude. Wählen den Knoten aus. Und wählen als Richtung die Y-Achse. Und weil die Y-Achse nach oben zeigt, ist es ein Minus. Also Y-Achse links unten, minus 100 als Magnitude. Und Knoten muss der rechte Knoten ausgewählt sein. Und dann können wir auf Create drücken. Dann haben wir praktisch eine Kraft, eine Einspannung und dann sind wir schon fast fertig.
So, wenn das fertig ist, dann gehen wir auf Load Steps. Und zwar, das ist der einzige Punkt, der, glaube ich, einfacher über die Radio-Buttons zu erreichen ist. Aber es gibt ihn auch im Menüpunkt. Setup, Create, Load Steps. Setup, Create, Load Steps und das generiert den Lastfall. Also hier könnte man sagen, Load Step als Name. Setup, Create, Load Step. Also als Name Load Step, als SPC die Constraints und als Load die Force. Also ihr wählt die SPC an, dann drückt ihr auf das Gleichheitszeichen und wählt den Load Collector Constraints aus. Dann wählt ihr die Load an, Gleichheitszeichen und die Force. Und den Typ lasst ihr auf Linear Statisch, also Linear Static. Gut. Dann klickt ihr auf Create. Dann seht ihr hier links, dass ein Loadstep sich praktisch hier zeigt. Und jetzt können wir es laufen lassen. Jetzt wäre das Modell so rechenfähig. Und zwar, wir gehen jetzt auf Analysis. OptiStruct, also Analysis im Radio-Button und dann OptiStruct. Radio-Button ganz rechts. Und dann drücken wir einfach mal auf OptiStruct. Wir gehen jetzt mal mit den ganz standardmäßigen Parametern rein. Wahrscheinlich lässt er mich in System 32 nicht schreiben. Deswegen werde ich das mal in C-Temp reinpacken. Und dann sollte sich so ein Fenster öffnen. Ich sperre das einfach auf U. Oh, ihr könnt es auf U scheuern, ja klar. Wenn man OptiStruct drückt, dann kommt das schon. Oh ne, Save As muss man drücken. Save As, dann einen Speicherort auswählen und dann auf OptiStruct. Ja, und dann kann man praktisch sich dann ausgeben lassen, wie sich der Balken verformt. Da kommt man rein, indem man hier auf Results klickt. Genau, also nach dem Rechnen kann man auf Results klicken und wird dann in den Hyperview-Window weitergeleitet. Und dort kann man sich ausgeben lassen, beispielsweise die Verschiebung. Das werden wir dann nächstes Mal thematisieren, hätte ich gesagt, wie man es genau macht.